Ihr nehmt Platz, wo ihr wollt. Und schön aufgereiht. Den alten Herrn lässt man auf dem einzelnen Sofa sitzen. Das ist sehr nett von euch. Vielen Dank. Wir haben vorher kurz abgemacht. Wir duzen uns hier auf der Bühne. Vielen Dank, dass wir das so einfach machen können. Ihr habt es schon gesehen. Jeder von euch hat einen Gegenstand mitgebracht, der für den Beruf des jeweiligen hier steht. Komm, wir fahren doch gleich mal an. Ja. Was hast du uns mitgebracht, bitte schön? Ich habe Pinsel mitgebracht. Ich bin Malerin und kleinere Pinsel sind zwar nicht so gewöhnlich, aber zum Retuschieren brauchen wir auch diese. Daniela Zieler ist Silbermedaillengewinnerin bei den WorldSkills 2019. Martina, das ist ziemlich einfach zu erraten. In welcher Branche ist wohl Martina tätig? Ja, unschwer zu erkennen, aus der Gastronomie. Ich habe im Bereich Restaurant Service an den WorldSkills teilgenommen. Und mittlerweile auch Unternehmerin mit einer eigenen Firma, können wir vielleicht auch noch darüber reden. Und schließlich Yannick, dritter Platz WorldSkills 2022, mit welchem Beruf denn? Genau, ich bin gelernter Elektroinstallateur und habe hier meinen Freund und Helfer, mein Messgerät dabei. Und studierst wieder Elektrotechnik. Das ist auch ein wunderbares Beispiel für das Schweizer Berufswesen, dass man dann auch wieder in ein Studium einsteigen kann, dass es immer wieder ganz viele Möglichkeiten gibt und auch mit Passerellen und mit Möglichkeiten, später dann noch etwas zu lernen. Bevor wir über euch sprechen und auch eure Erfahrungen sprechen, müssen wir uns kurz ein Video anschauen von den WorldSkills, weil das ist immer unglaublich emotional, was man da sieht. Und es rührt einem auch, wenn man sieht, mit wie viel Freude diese jungen Berufsleute an diese Skills gehen und wie sie sich freuen, wenn sie danach gewinnen. Können wir dieses Video kurz einspielen? Ganz konkret, Daniela, die wir gesehen haben. Ja. Ich habe eben hinter der Bühne euch gesagt, diese Emotionen hatte ich am Gymnasium irgendwie nie. Deshalb beneide ich euch jetzt schon. Das sind ganz spezielle Momente. Warum habt ihr mitgemacht? Vielleicht ganz offen gefragt an alle. Also bei mir war es so, mein Berufsschullehrer hat mich quasi in die Wettbewerbe geschubst, der hat gemeint, Martina, bewirb dich mal, das wäre bestimmt was für dich. Anfangs habe ich mich nicht gesehen als eine, die an Wettbewerben teilnimmt. Alle Blicke sind dann auf einen gerichtet, doch ich dachte mir, ja, Service wird oft unterschätzt und das ist eine wunderschöne Möglichkeit zu zeigen, dass mehr dazu gehört, als nur ein Glas einzuschenken und einen Teller zu bringen. Und das hat mich fasziniert. Das hat ja auch viel mit Berufsstolz zu tun. Ist das auch Teil davon, dass ihr wirklich gerne zeigt, was ihr könnt und dass dieser Stolz wirklich dann auch vor allen Leuten offen irgendwie transportiert wird? Ja, natürlich ist das ein großer Teil, zu zeigen, was man macht, was man vielleicht auch gerne macht. Und für mich ist es immer ein Geschenk, da gelandet zu sein, wo ich was gerne tue. Für Geld zu verdienen, aber dasselbe würde ich auch in meiner Freizeit tun. Mhm. Malst du auch in der Freizeit? Ja. Yannick, was hat dich bewogen, mitzumachen? Hat es auch was Wettbewerbmäßiges? Also, misst man sich auch gern mit den Kolleginnen und Kollegen? Also ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht der Wettkampftyp. Ich bin eher der in einem Team gerne zusammen Wettkämpfe bestreitet.
Aber bei mir war es so, dass die Lehrabschlussprüfung habe ich sehr gerne gemacht, weil für mich war das die perfekte Aufgabe. Man hat all sein Wissen zeigen können und auch mal schauen, was überhaupt möglich ist. Und als ich da gehört habe, dass es da auch noch nationale und internationale Wettkämpfe gibt, habe ich gedacht, das wäre voll mein Ding. Und dann habe ich mich angemeldet. Es ist schön auch diese Sichtbarkeit, auch für die Berufe natürlich. Viele Berufe, die man auch gar nicht so kennt. Bei dir, Martin, ist es einfacher. Du hast auch die Flasche dabei. Übrigens, wenn es zu schwer wird, kannst du sie auch auf den Boden stellen oder entkorken oder was auch immer. Ist das auch ein wichtiger Teil dieser Skills? Weil ich habe es gesagt, Stichwort Fachkräftemangel zum Beispiel, die Schweiz sucht händeringend nach jungen Berufsleuten. Inwiefern ist es wichtig, auch eine Transparenz zu schaffen, dass die Menschen sehen, wie junge Menschen etwas tun und vor allem auch sehr gut tun? War das auch so ein Teil der Botschaft für euch? Also das war für mich ein wunderschöner Nebeneffekt, dass wir mit unserer Teilnahme an Wettkämpfen junge Leute motivieren konnten, sich für einen Beruf zu entscheiden oder eben auch an Wettbewerben teilzunehmen. Mhm. Nehmt ihr das auch wahr in euren Berufen? Fehlt es an Fachkräften oder ganz konkret in euren Firmen, wo ihr vielleicht auch gearbeitet habt? Ihr hört das auch, oder? Ja, auf alle Fälle. Und ich denke, SwissSkills ist ein guter Part, da zu unterstützen, zu zeigen, man kann auch erfolgreich sein mit einer Lehre, auch im Rampenlicht sein mit einer Lehre. Und das sind gute Beispiele für Leute zu motivieren, vielleicht mal die Lehre zu machen, anstatt immer nur Richtung Schule gehen und Studium. Ein Applaus. Weil es euch braucht. Wie seht ihr das oder wie nehmt ihr das wahr? Gerade im Gespräch mit Gleichaltrigen, weil da ist vielleicht auch der Druck hier und da groß, ach, ich muss doch fast weiter an die Schule oder ich brauche die Matura, ich brauche jetzt ein Studium. Vielleicht sind auch die einen oder anderen Eltern da ein bisschen am Schubsen. Nehmt ihr das auch so wahr? Und was sagt ihr diesen Gleichaltrigen? Also jetzt in meinem Fall war das für mich immer klar, dass ich eine Lehre machen will. Und man sieht auch, mit einer Lehre macht man eine super Basis, eine geniale Grundlage und kann trotzdem auch immer noch studieren gehen und alle Türen sind einem offen. Und daher rate ich auch allen, die mich fragen, hey, was soll ich machen, Gymnasium oder Lehre, sage ich klar, meiner Meinung nach mit der Lehre macht man überhaupt nichts falsch. Wunderbar. Wir hatten Sergio Amotti hier auf der Bühne, der hat eine Banklehre gemacht. Also es zeigt auch, es gibt so viele Wege in der Schweiz. Musstet ihr euch auch mal rechtfertigen und sagen, nein, ich will diesen Beruf lernen? Also gibt es diesen Druck, auch vielleicht in der Gesellschaft, dass man doch merkt oder spürt, vielleicht gehst du doch noch länger an die Schule? Oder war das bei euch völlig klar? Also bei mir war es nach der obligatorischen Schule eigentlich klar, dass ich in die Lehre möchte und es gab auch keine Gegenstimmen. Aber lustigerweise, vor ein paar Monaten wurde ich auch gefragt, was ich denn heute mache. Und ich habe dann erzählt, ja, ich habe meine eigene Firma und ich arbeite noch in einem Hotel in Appenzell. Und dann hat die Person gefragt, also du arbeitest einfach im Service. Ja. Und irgendwie hat mich das erstaunt, weil ich finde, alle Wege sind gut und alle Wege sind richtig. Man muss einfach den passenden für sich selber finden. Aber übrigens, wenn jemand die Firma, ja. Wenn jemand die Firma nachschauen will, Breitmaul GmbH heißt sie. Wenn ihr schon mal so die andere Seite vor euch habt und viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Industrie, die Wirtschaft vor euch habt, was wären Wünsche an die andere Seite? Was würdet ihr euch wünschen, auch bezüglich Berufsbildung und Ausbildung von Unternehmen, von der Schweizer Wirtschaft? Janik, ich fange mal bei dir an. Also es ist sicher ein heikles Thema, aber für mich persönlich bin ich der Meinung, ich setze großen Wert auf Weiterbildung und Weiterentwicklung im Arbeitsalltag und sicher auch, dass ein großes Vertrauen und eine große Wertschätzung vorhanden ist und dass man auch die Möglichkeit hat, viel Verantwortung zu übernehmen.
Raum, Verantwortung, Zeit, auch für Ausbildung. Seht ihr das ähnlich? Hättet ihr noch andere Wünsche und Anregungen? Heute kann man alles formulieren. Also ich habe immer geschätzt, dass ich gehört wurde mit meinen Anliegen und dass ich unterstützt und gefördert wurde. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man die jungen Menschen, die etwas erreichen möchten, dass man die fördert und unterstützt bei dem, was sie vorhaben. Wunderbar. Daniela? Ja, ich schließe mich den beiden an. Und ich finde es wichtig, dass man auf diesen Kanälen kommuniziert, wo die heutige Jugend unterwegs ist. Mhm. Social Media. Genau. Mhm. Und da erreicht man bestimmt auch viele. Das sind Anregungen, Wünsche. Und eines möchte ich gerne übernehmen, die Kommunikation, auch die Kommunikation zwischen den Generationen. Es kam eine Frage von Ihnen auch. Man spricht ja viel über Werte. Und jetzt sind die Werte der jungen Generation, Gen Z, sind natürlich anders als die der Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen. Die Frage geht in eine andere Richtung. Was vereint euch? Was habt ihr das Gefühl? Habt ihr die gleichen Werte wie eure Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber? Oder habt ihr das Gefühl, dass da verstehen wir uns zum Teil gar nicht so recht? Und ich spreche jetzt nicht von den Eltern, vielleicht wirklich von den auch im Berufsleben. Nehmt ihr das so wahr? Schwierig, oder? Schwierig, ja. Oder habt ihr Wünsche für ein besseres Verständnis für euch? Also habt ihr das Gefühl, man versteht uns zum Teil nicht? Das könnte ich nicht sagen. Ich denke, überschneidend ist, dass wir die Leidenschaft teilen, dass mein Arbeitgeber für unser Hotel brennt und dass ich für das Hotel brenne und dass ich für meine Firma brenne und meine Geschäftskollegen ebenfalls. Und ich denke mal, wenn man die Leidenschaft teilt, dann versteht man sich, dann funktioniert es. Sehr schön. Leidenschaft, ein gutes Stichwort. Wir sind fast am Ende. Ich hätte gerne noch ein Stichwort von jedem von euch, was euch mit eurem Beruf verbindet. Warum diese Leidenschaft? Warum gerade dieser Beruf? Wollen wir hier anfangen? Detailreich sein und bis ins Detail arbeiten. Wunderbar. Der Kontakt mit den Menschen und feinen Wein. Das kann man fast nicht mehr toppen, Janik. Für mich ist es klar Berufsstolz. Wir bedanken uns sehr für den Besuch und für das gute Beispiel, das ihr uns zeigt. Und wir hoffen, dass wir mit der Hilfe der neuen Generation, auch der neuen Berufsgeneration, gewisse Themen vielleicht in Zukunft ein bisschen weniger brisant anschauen müssen. Ihr macht einen ersten Schritt und ihr helft da ganz fest dabei. Und darum ist auch der Applaus jetzt ganz, ganz fest für euch. Vielen herzlichen Dank, Frau Thieler. Danke schön.